lassen Sie sich von unseren schönen Orten voller Glück in der kleinen Gemeinde Ruhrdahlen überraschen. Machen Sie einen Spaziergang auf der Plateaulandschaft des Nationalparks De Meinweg. Andere schöne Wandergebiete in Ruhrdahlen sind Linner und Leropperfeld, Munningsboss und die Landgute Annendahl und Rosendahl. Ruhrdahlen kennt in ihrer Gemeinde auch das Knotenlaufen. Durch verschiedene nummerierte Wege sind in Ruhrdahlen verschiedene Wanderrouten ausgeschildert. Haben Sie mehr Interesse an historischem Glück? Dann besuchen Sie die beeindruckenden Ruinen des Kastell Montforts, das in 1260 gebaut wurde. Das Kastell Montfort war über Jahrhunderte eines der größten Kastelle in den Niederlanden. Erleben Sie die alten Zeiten auch mit der Wasserradmühle De Jitstap in Vlodrop, wo Sie zudem einen Abenteuerspielplatz finden können. Oder besuchen Sie die landwirtschaftliche Ausstellung, wo man von der Terrasse der Uitspanning auch die Mühle von Melik sehen kann. Das Kutschenmuseum La Diligence befindet sich ebenfalls in Melik. Ein schönes Aushängeschild des 11. Jahrhunderts ist die Basilika St. Odilienberg. In Posterholt steht das Kastell Arwinkel. Das Kastell ist bewohnt und kann nach Absprache besichtigt werden. Der schöne Wanderweg, der rund um das Kastell führt, ist für Wanderer immer offen. Posterholt ist wunderschön in dem Tal der Flotbek gelegen, welches ein verbleibender Teil des alten Ruhrarms ist. Wandernd, fahrradfahrend oder mit dem Pferd können Sie in Ruhrdahlen verschiedene grenzüberschreitende Routen nehmen und unsere deutschen Nachbarn besuchen. Zum Beispiel die historische Stadt Wassenberg. Nach einem kurzen Aufstieg zu der Burg können Sie eine schöne Aussicht genießen. Bei schönem Wetter ist sogar ganz Ruhrdahlen.